Tief in der Schweiz, in den Walliser Alpen, steht ein Berg, von dem fast jeder Mensch in Europa schon einmal gehört hat. Ein Berg, der das Wahrzeichen eines Landes ist. Und ein Berg, der seit langem schon einer der beliebtesten Schokoladenmarken der Welt ziert. Ein Berg namens Matterhorn. Das Matterhorn an der Schokolade zu messen, das geht nicht ansatzweise ausreichend in die Tiefe. Denn hinter dem Matterhorn verbirgt sich neben dem Offensichtlichen, der Gefahr und der Exposition vor allem auch eine spannende und nicht ganz unpolitische Geschichte des Alpinismus. Doch schauen wir uns zuerst die Hard Facts an. Das Matterhorn ist 4478 Meter hoch. Damit zählt es zu den höchsten Bergen nicht nur der Schweiz, sondern Europas. Selbst wenn man die Giganten des Kaukasus mit einbezieht, steht er immer noch unter den Top 20. Das Matterhorn gilt als Grenzberg zwischen Italien und der Schweiz. Deshalb gibt es auch Aufstiege von der italienischen Seite und der Schweizer Seite. Außerdem hat der Berg damit auch mehr als einen Namen. In der Schweiz typisch Matterhorn, in Italien Monte Cervino. Doch das Beachtliche ist, dass gerade durch diese Frage die ersten Versuche am Berg schon besonders früh stattfinden konnten. Doch dafür müssen wir einen großen Sprung in der Zeit machen. In eine Zeit, in der Loden und genagelte Schuhe den Alpinismus dominierten. Auf in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwei Personen sollten in der Erstbesteigung des Matterhorns eine besonders große Rolle spielen. Edward Whymper auf der einen Seite und Jean-Antoine Carrel. Übrigens nicht zu verwechseln mit Rudi Carrel. Carrel war ein italienischer Bergführer, der sich zu Beginn gemeinsam mit Edward Whymper über die Erstbesteigung des Matterhorns austauschte. Beide waren von diesem wahrlich fasziniert. Als Bergführer wusste er über die Gefahren und Möglichkeiten im Alpinismus bestens Bescheid. Er sollte es also sein, der zusammen mit Whymper das Matterhorn erstmals besteigt. Doch wer war Edward Whymper? Edward Whymper, geboren 1840 in London, war ein Mann aus einfachsten Verhältnissen. Im Gegensatz zu den vielen anderen Bergsteigern der damaligen Zeit hatte er als Brite weder Vermögen noch Adelstitel. Es war ihm nicht über enorme finanzielle Mittel möglich, die Berge Europas zu entdecken, sondern in seinem Fall war es pures Glück. Denn Edward Whymper sollte nach Europa, um zu zeichnen. Die große Rettung aus der Armut war sein künstlerisches Talent, wodurch ihm der Auftrag als Illustrator der Alpen zugeteilt wurde. Und genau dieser Anlass führte zu einem erheblichen Interesse am damaligen Alpinismus, der sogenannten goldenen Zeit des Alpinismus. Doch Edward Whymper war als Londoner Stadtkind keinesfalls ein Gebirgspionier, doch das hinderte ihn nicht daran, stets an seinen Fähigkeiten zu arbeiten und schnell an Erfahrung zu gewinnen. Zugleich mal rückblickend wohl auch sagen sollte, dass seine naive Unwissenheit ihn schnell weiterbrachte. Ausprobieren, versuchen und scheitern, das alles war Teil der Tagesfreizeit von Edward Whymper. So kam er eines Tages auch auf die Idee, das Matterhorn zu besteigen, wohl wissend, dass dies wohl einer echten Meisterleistung bedarf. So wandte er sich an den erfahrenen Bergführer Carrel. Carrel unterstützte Whymper in seinem Vorhaben, zumindest zunächst, denn bei einem Schlechtwetterfenster im Juli 1865 konnten die beiden ihr Vorhaben so in diesem Moment noch nicht umsetzen, also verschob sich deren Planung, was eine unerwartete Wendung mit sich brachte. Carrel entschloss sich kurz nach dem Schlechtwetterfenster mit einem anderen Bergsteiger loszuziehen, da er schon länger im Dienste eines italienischen Geologen unterwegs war. Edward Whymper sollte davon aber eigentlich gar nichts wissen, hatte es aber doch um Umwege erfahren. Und all das ist deshalb wichtig, um die Tragödie des Matterhorns auch ganzheitlich verstehen zu können. Denn Edward Whymper fühlte sich verraten und hintergangen, weshalb er schnellstmöglich den Weg nach Zermatt antrat. Zermatt deshalb, weil er stets den Hörnligrad als die einzig machbare Route erkannte. In Zermatt dann musste es schnell gehen. Er wollte Carrel nicht diesen hinterlistigen Sieg über das Matterhorn gönnen, weshalb er nun 6 erfahrene und teilweise auch unerfahrene Personen überreden konnte, mit ihm tags darauf das Matterhorn zu probieren. Dank seiner Überzeugungskraft, aber auch dank seines Dickschädels, sollte es also auf das Matterhorn über den Hörnligrad gehen. Dabei war von Beginn an unklar, wie diese Reise verlaufen würde. Doch das war Whymper egal. Er hatte nur den Gipfel und den Sieg vor Augen. Seinen Ehrgeiz und seine Ellbogenmentalität zeigte sich auch kurz unter dem Gipfel. Obwohl sich die Seilschaft nicht direkt in der leichtesten Linie bewegte, dem heutigen Normalweg, sondern sich im oberen Teil in die Nordwand verstieg, schnitt sich Whymper kurz unter dem Gipfel vom Seil frei. Er wollte nicht nur als erster Mensch auf dem Gipfel des Matterhorns stehen, sondern auch allein. Mit seiner Seilschaft wollte er diesen Erfolg nicht teilen. Dabei war aber eigentlich völlig unklar, ob nicht Carrel ihm schon zuvor gekommen ist.
Erst am Gipfel kam dann die Gewissheit. Carrel und seine Kollegen entdeckten die Bergsteiger vom Gipfel aus weit unten auf der italienischen Seite des Leongrads. Denn auf diesem vermeintlich unbezwingbaren Weg wollte es diese Gruppe nun doch probieren, scheiterten dann aber nach der Schulter am steilen Aufschwung und an der Schlüsselstelle. Doch das Drama am Matterhorn begann erst, als der Aufstieg geglückt war. Noch über 150 Jahre später wird diese Geschichte eine wichtige Referenz, wenn es um die Konzentration und die Fähigkeit eines Bergsteigers beim Abstieg geht. Denn der Abstieg sollte nicht so laufen wie geplant. Verbunden durch Hanfseile, einmal in einer Vierer- und einmal in einer Dreierseilschaft, machte sich die Gruppe auf ins Tal. Dabei kam es nahe der Schulter im Steilstück zu einer unglücklichen Situation. Einer der unerfahrenen Bergsteiger kam ins Rutschen und stürzte. Doch durch die Seilverbindung stürzte dadurch die gesamte Seilschaft mit in den Tod. Drei Personen waren also noch übrig, darunter der ehrgeizige und ruhmreiche Edward Whymper. Plötzlich wurde aus der stolzen Erstbesteigung ein Drama. Die drei verbleibenden Bergsteiger erreichten das Tal aber ohne Ruhm. Die Menschen im Tal wollten neben der Frage nach der Erstbesteigung nämlich vor allem der Frage nach Fehlern und Schuldigen nachgehen. Schließlich überlebte der Engländer und unter anderem Einheimische mussten sterben. Diese Erklärungsnot sorgte für viele Probleme, auch für Whymper. Die Vorwürfe wurden laut, dass Edward Whymper den Sieg nicht teilen wollte und ein Seil durchschnitt, um die verbleibenden Bergsteiger zu opfern. Doch dieser Vorwurf konnte nach Untersuchungen nie bestätigt werden. Edward Whymper blieb dennoch ein umstrittener Mann. Das Matterhorn hatte mit der Erstbesteigung also eine Geschichte geschrieben, die heute sehr ähnlich nachgespielt wird, wenngleich man natürlich einige Parameter dafür verändert hat. Heute heißt man nicht mehr Edward Whymper und man trägt auch keine Loden, einen Hut und einen Holzpickel. Doch heute heißt man eben Andreas, Daniela und Roger aus der ganzen Welt und versucht mit einem unermesslichen Ehrgeiz diesen Berg zu bezwingen. Dafür nehmen die meisten Bergsteigerinnen und Bergsteiger einen Bergführer zur Hilfe. Ziemlich genau wie Edward Whymper damals. Denn mit dieser Geschichte wurde der Berg nicht zu einem Mythos und einem sehr magischen Ort, sondern vor allem zu einer touristischen Attraktion. Heute besteigen tausende Menschen pro Jahr das Matterhorn, zumeist unter Anleitung. Und das lässt man sich sehr gern auch bezahlen. Die Hörnli-Hütte, entlang der heute beliebtesten Aufstiegsroute, dem Hörnli-Grat, ist stets restlos ausgebucht und mit 450 Franken die Nacht kann man hier auch ordentlich Geld liegen lassen. Und vor allem die Regulierungen machen diesen Berg in seiner Ursprungsform zu schaffen. Denn mutige Alleingänger, Abenteurer und neugierige Alpinisten mit dem Anspruch, möglichst ursprünglich unterwegs zu sein, haben heute am Berg keinen Platz mehr. Es gilt, dass jeder Aspirant auf der Hörnli-Hütte einen Rang zugewiesen bekommt. Die Ranghöchsten sind die am meisten Zahlenden. Wer mit dem teuersten und den Schwärzer Bergführern unterwegs ist, der darf zuerst morgens die Hütte verlassen. Ausländische Bergführer dürfen erst gehen, wenn der letzte Schweizer die Hütte verlassen hat. Und erst dann, ganz am Schluss, dürfen Menschen raus, die keinen Bergführer haben. Natürlich sind diese dann auch mit Abstand am gefährlichsten unterwegs, denn sie haben unzählige Menschen vor sich, die teilweise langsam, unerfahren und gefährlich sind. Und trotzdem gibt die Hütte und nicht der eigene Anspruch vor, wann man starten darf, denn die Hütte ist bis zur Go-Time verriegelt. Das Matterhorn leidet aus der Sicht eines Alpinisten schwer unter seinem Ruf, denn gefürchtet bedeutet nicht immer auch, dass die Menschen vor Furcht fernbleiben. Mit der Hilfe von Fixseilen und Bergführern und der unermesslichen Gier der Organisationen und Städte drumherum wurde der Berg entwertet. Wert ergibt es im Alpinismus nur durch den Alpinismus selbst, aber genau dieser wurde am Matterhorn so lange beschnitten, bis eben keiner mehr da war. Doch das störte nur wenige Besucher am Matterhorn. Vielmehr störte es jene, die es ohnehin nicht mehr besuchen. Von Faszination also keine Spur. Auch Reinhold Messner sagte einmal, das Matterhorn ist kein spannender Berg, höchstens durch seine Form, aber wenn man oben steht, sieht man diese ja nicht mehr. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Schotterhaufen. Bleibt die Frage, was vom einst so berüchtigten Matterhorn heute eigentlich noch übrig ist. Zunächst vor allem einmal Extreme. Kein anderer Berg der Alpen steht so sehr für extreme Herausforderungen und extremen Tourismus zugleich. Denn ja, das Matterhorn bietet durchaus die schwersten und gefährlichsten Touren der Alpen. Und das auch heute noch, beispielsweise die Nordwand. Die Matterhorn-Nordwand wird geprägt durch dramatische Geschichten und vor allem ihre unglaubliche Länge. In der Schmidt-Route ist man 1400 Höhenmeter durchgängig vollständig exponiert. Jeder Tritt kann der letzte sein. 80 Grad Steilheit im Eis, WI4 plus M4 und Klettern im 5. Grad. All das vereint die Nordwand, in der sich die Bedingungen schnell zum Schlechten wenden können. Kaum Platz für Fehler oder Ungenauigkeiten. Und noch anspruchsvoller kann man es sich dann auch noch mit der extrem selten wiederholten Bonatti-Route machen. Doch das Matterhorn ist durch die enorme Berühmtheit natürlich auch ein Anziehungspunkt für Rekorde geworden.
Hans Kammerlander beispielsweise schaffte es, an einem Tag alle Grate des Matterhorns zu besteigen. Zwei im Aufstieg und zwei dann eben wieder im Abstieg. Aber auch Danny Arnold war schon dort und hat einen Nordwandrekord binnen einer Stunde und 45 Minuten aufgestellt. All das sind extreme Leistungen, die vor allem auch deshalb gemacht wurden, weil das Matterhorn durch die Berühmtheit auch ein relevanter Marketingfaktor wurde. Und das wird nicht zuletzt auch dadurch bewiesen, dass wir in jedem Supermarkt eine Tafel Schokolade mit den Konturen des Matterhorns finden können. Ja, das Matterhorn ist ein Berg der Extreme. Extrem schwere Routen, extrem vielfältige Möglichkeiten und extreme Gefahren vereint. Aber auch extremer Tourismus, extremer Kapitalismus und über den Normalweg nicht mal mehr eine Spur von Alpinismus. All das ist es, das Matterhorn. Was haltet ihr von diesem eigentlich so mächtigen Berg? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch diese Serie gefällt, bitte liked dieses Video. Das gibt mir auch wertvolles Feedback. Wir sehen uns schon morgen wieder mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.